Hallo Freunde, es ist mal wieder soweit und ich denke, einige warten schon drauf und ich möchte euch meinen Jägerrucksack vorstellen, den Solognac Big Game 4590. Ja Freunde, da ist das gute Teil, es werdet ihr sicher schon auf meinen letzten Touren gesehen haben und ich kann nur sagen, das Teil hat mich wirklich überzeugt. Also alle Achtung. Das Besondere, was an diesem Rucksack natürlich ist, ist die Verstellung von 45 auf 90 Liter. Also der ist wirklich exzellent durchdacht worden. Ja, wo fangen wir an? Fangen wir bei den Traggestellern mal an. Wir haben hier optimal zum Verstellen. Wir haben super dick gepolsterte Schultergurte. Wir haben den Beckengurt schön gepolstert, also wirklich dick. Geht natürlich zum Verstellen von 1,70 bis zu 1,90. Dann, was mir hier auch noch besonders gut gefällt, was sich im Gelände auszahlt, der bewegt sich hier leicht. Der ist also nicht so steif quasi, sondern der arbeitet hier ein bisschen am Rücken mit, damit nicht alles so herumschwenkt, sondern der Rucksack bleibt gerade und das Teil bewegt sich mit, ist optimal, wird hier schön geführt auf diesen Alustäben und liegt eigentlich sehr gut an. Hier oben die Spanngurte, damit der nah am Rücken liegt. Wir haben hier eine Tragschlaufe. Ich werde das Ganze dann noch aus der Nähe zeigen. Ich stelle mir jetzt einmal im Großen und Ganzen vor. Wir haben bei den Schultergurten, was eigentlich bei einem Jägerrucksack sicher optimal ist, hier so schlafen. Da kann man eigentlich die Daumen einhängen beim Gehen, damit das ein bisschen entlastet. Finde ich sehr gut. Dann haben wir überall, damit das Gebändel nicht so herumhängt, Gummiteile, damit das wirklich schön anliegt. Und was sogar bei den Schultergurt hier ist, wir haben einen Schockabsorber, also wirklich vom Feinsten. Gut, gehen wir auf die Rückseite und da sind wir auch schon beim nächsten interessanten Detail, was den Rucksack besonders macht. Wir haben hier einen Zwei-Riegereißverschluss. Wir können den von unten öffnen, wenn wir mal schnell hinein wollen, um an das Ganze zu gelangen. Also das ist wirklich top, dass das spielt wirklich alle Stückeln oder natürlich auch von oben, wo er dann pipifeinst zum Beladen ist. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich seitlich zwei Kompressionsgurte, links und rechts natürlich. Wir haben hier für das Deckelfach zum Komprimieren und auch an der Unterseite für eine Decke oder Isomatte zum Reinhängen noch zusätzlich, was natürlich auch alle zum Öffnen sind, also mit den Schalen wirklich sehr gut durchdacht. Und links und rechts auch noch zwei große gummierte Taschen, wobei hier, der Anblick, auch eine Liter Nalgene hier reinpasst, ohne Probleme, was eigentlich wirklich sehr wichtig ist, weil bei den meisten sind die Taschen extrem klein draußen. Haben wir hier nicht. Ja, dann das Ganze, dadurch, dass das ein Jägerrucksack ist, haben wir auch hier noch für das Gewehr zum Anhängen oder eben für Stative, wo man hier. Und die Besonderheit, die nächste, was es hier noch gibt darunter, ist eine Tasche. Die kann man hier ausfahren und hier könnte man den Gewehrkolben hineinstecken und mittels mit der Sicherung super am Rücken transportieren. Brauche ich extrem weniger, da ich ja eigentlich kein Jäger bin und auch kein Wilderer. Aber wie gesagt, man kann da jederzeit ein Stativ hineinstecken, das befestigen, ist sehr gut gelöst. Des Weiteren haben wir hier noch auf der Seite
extrem lange Reißverschlüsse, die wirklich bis auf den Boden hin, sie sind zwar nur relativ klein, ich komme aber bis hier vorne her, also wirklich sehr gut gelöst, natürlich auf beiden Seiten angebracht. Also wirklich super gelöst. Ja, dann sind wir auch noch bei den Hüftflossen, die wirklich sehr geräumige Taschen haben. Wie gesagt, ich zeige euch das dann noch einmal alles von nahen mit Mesh-Taschen, Gummizug innen. Wirklich sehr toll gelöst. So, schauen wir mal kurz hinein. Wir haben hier natürlich ein Deckelfach wie bei jedem anderen. Wir haben hier auch noch innen ein Fach. Da ist die Regenhaube dabei. Und die ist wie bei Jägern natürlich in den Orange, damit man gesehen wird, ob man das jetzt braucht oder nicht oder gegen einen Standard tauscht. Egal. Ich habe eigentlich nichts zu verbergen, daher, wenn es regnet, kann ich den gerne verwenden. Von der oberen Seite haben wir hier, also wirklich riesengroß, einmal für hier zusammenziehen. Na, gehst her. Dann wirklich schön gelöst und dann noch einmal für hier zusammenziehen und ja, Deckelfach drüber. Und das war's. So, jetzt schauen wir noch einmal hinein. Was sehen wir drinnen? Und da ist natürlich der Vorteil schon beim Beladen, dass man den Reißverschluss komplett öffnen kann. So. Wir haben hier die Versteifungsplatte drin. Ist eine Kunststoffplatte. Ich habe es noch nicht genauer angesehen, aber ich denke, das ist so eine. Wir haben hier ein großes Fach, das bis am Boden geht, für die Trinkblase zum Beispiel. Wir haben hier zwei so Netztaschen und noch zwei Bändeln mit kleinen Karabinern. Und sonst gibt es hier herinnen eigentlich nichts mehr. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Und jetzt zeige ich euch natürlich das Wichtigste, denn so wie er jetzt ist, hat er 45 Liter. Und wie bringen wir das Teil auf 90? Ja, da seht ihr hier schon einmal einen gelben Reißverschluss. Hier unten mit einem Druckknopf gesichert. Man macht den Reißverschluss auf und die Falte geht riesengroß auf. Natürlich auf beiden Seiten. Und das Ganze hat dann statt 45 90 Liter. Und meine, das muss man sich einmal anschauen. Das ist dann schon eine andere Nummer. Die Breite an der Höhe verändert sich natürlich nichts. Die ist gleich bleiben, aber Freunde, ihr könnt den bis da oben anpacken. Also gewaltig. Ich bin eigentlich von dem Teil wirklich sehr begeistert. Dann noch ein Sonderteil, was hier dabei war, das muss ich euch auch noch zeigen. Da es sich ja um einen Jägerrucksack handelt, war auch hier noch eine riesengroße Tasche dabei. Die ist gut einen Meter. Und wasserdichter Reißverschluss. Ja, ich wollte noch erwähnen, ÜKK natürlich, also wirklich top. Und hier kann man so ein geschossenes Wild hineinlegen und die ist belastbar bis zu 60 Kilo. Also ich zeige euch das gleich noch näher. Also wirklich wasserdicht, natürlich auch blutdicht und da kann man dann quasi sein Wild schön abtransportieren und nach Hause bringen, was wir wahrscheinlich nicht brauchen, aber ja, ich sage einmal, zu haben, es ist nicht schlecht. So, und jetzt komme ich mit der Kamera noch einmal näher und zeige euch ein bisschen die Details noch aus der Nähe. So, hier mal dieser Sack aus der Nähe. Wie gesagt, für das geschossene Wild, das blutet natürlich, na nicht, dass hier wasserdicht ist und bis 60 Kilo belastbar. Wir haben hier seitlich zwei Laschen oder eben
oben über die ganze Tasche den einen Gurt. So, jetzt hier noch einmal die Seitentaschen, wo die Nalgene eigentlich sehr gut hineinpasst. Und noch dazu geht dieser Riemen eigentlich da noch genau drüber. Also das kann auch ruhig die 1,5er sein. Die hält da wie befenst drinnen. Natürlich genauso auf der anderen Seite. Ja, hier noch einmal, schauen wir mal in groß. Wie gesagt, wenn er zu ist, ist hier unten der Druckknopf verriegelt. Und wenn man den Reißverschluss öffnet, öffnet sich diese Falte und man hat die 90 Liter zur Verfügung. Ich muss noch dazu sagen, diesen Rucksack gibt es nur in den, was nennt sich, Camo BR. Den gibt es in keiner anderen Farbe, nur in dieser. Hier nochmals auch schön versteckt der Reißverschluss in einer Gummilasche, damit man nicht wo hängen bleiben kann. Also wirklich komplett durchdacht. Ich bin sehr begeistert. Reißverschlüsse laufen natürlich wie Butter. Also hier noch einmal ein Blick herein. Also und ich zeige euch jetzt noch einmal die Taschen. Die Hüftflosstaschen. Hier wirklich extrem geräumig mit kleinen Gummi und Mesh. Also da passt wirklich eine große Menge hinein. Eben noch die Verstellung. Die Flossen selbst oder die Becken kann man eigentlich abnehmen durch Glätt zum Verstellen oder zum Waschen mal. Also wirklich sehr gut durchdacht. Ja, wie gesagt, oben natürlich Deckelfach, da habe ich jetzt meine erste Hilfe und natürlich von innen genauso geräumig, wo wie gesagt der Regenschutz drauf ist. Die Nähte alle sehr sauber verarbeitet, also da kann man gar nichts sagen. Super verarbeitet, halten bombenfest. Natürlich auch den Brustgurt in der Höhe zum Verstellen. Also wirklich komplett durchdachter Teil. Ja, im Großen und Ganzen war es das jetzt von denen. Und ja, wie gesagt, ich bin wirklich damit sehr zufrieden. Und so sitzt der Rucksack am Mann und hier sind diese beiden Schlaufen, da man eigentlich gemütlich die Daumen einhängen kann. Und so sieht das Teil am Mann aus, also wirklich vom Feinsten. Ja Freunde, das war es im Großen und Ganzen von dem Solognac Big Game 4590 und wie gesagt, ich mag das Teil, ich stehe auf den. Die Maße und das Gewicht schreibe ich noch herein oder füge ich am Ende des Videos noch ein. Genauso auch die Größe von dem Sack. Vielleicht sind auch Jäger dabei, die das gerne hätten. Also in dem Sinn alles vom Feinsten. Jo Freunde, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach ab in die Kommentare und ich werde das so gut es geht beantworten. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch was und danke fürs Zuschauen. Ciao.